Thank you for tuning in to Faith Connection. Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe. Obrigado por sintonizar la conexión de fe. Herzlich willkommen zu Glaubensverbindungen, wo wir dir helfen, mit Gott in Verbindung zu kommen. Ich bin der Patrick Jabwe aus der Freibaptistengemeinde Niederau. Ich freue mich, dass du mit uns in dieser Stunde dabei uh, bist. Uh, das Thema heute heißt durchsichtige Herzen, durchsichtige Herzen. Wir wollen uns die Stelle anschauen, das ist die Schrift aus 1. Samuel Kapitel 16 Vers 6. 1. Samuel Kapitel 16 Vers 6. Und da sagt die Schrift: Es geschah, als sie hereinkamen, da sah er Eliab an und dachte gewiss, ist hier vor dem HERRN sein Gesagter. Gott hatte Samuel hingeschickt, um den König, um den neuen König von Israel zu salben. Und Samuel redete mit dem Vater von David. Und er sagte, ich möchte deine Kinder sehen. Bring, bring alle deine Kinder. Denn ich möchte deine Kinder sehen. Und der Vater wusste nicht, dass Samuel den neuen König salben wollte. Und so kam Eliab. Und Samuel dachte, das ist bestimmt der König hier vor mir stehen. Er sieht wie ein König aus. Er hat, er hat die Statur eines Königes. Er hat das Ansehen eines Königes, die Haaren, die Muskeln. Er sieht wie ein, 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 ein gesalbter Mensch ein, Mensch, ein Führer, ein Mensch, der Menschen leiten kann. Und er sagt: Gewiss, gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Ansehen, noch auf seinen hohen Wuchs. Er sieht wie ein König aus. Denn, sagt Gott, ich habe ihn verworfen. Warum? Denn der Herr sieht nicht das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Gott sagt, es ist alles, was ihr sehen könnt, was vor Augen ist ist das Äußerliche. Der Herr aber sieht das Herz an. Daher das Thema heute durchsichtige Herzen, denn der Herr sieht das Herz an. Lass uns beten. Vater, danke für dein Wort. Du bist so gut, du bist wunderbar. Du, du weißt alles und du siehst, du siehst uns. Und äh, hilf uns äh, mit, de, mit dem heutigen Thema, mit dem heutigen Thema, äh, über als wir über durchsichtige Herzen reden. Hilf uns, äh, dein Wort zu, zu verstehen. Im Namen Jesus habe ich gebetet. Amen. Nun hast du bestimmt schon, äh, wie, wie ich, äh, ver äh, versteckte Kameras gesehen oder äh, Kameras an einer Tankstelle oder bei, bei, bei Läden in Einkaufszentrum, da gibt es Kameras, da gibt es Kameras überall. Nun, warum? Warum gibt es Kameras? Äh, warum äh, gibt es Detektiven, die äh, versuchen, Geheimnisse zu lösen? Vielleicht ist es ein Mordanschlag oder was auch immer. Warum brauchen wir solche Menschen? Warum brauchen wir solche Geräten, die äh, Aufnahmen machen? Um, 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 um beobachten im Laden oder an wichtigen ähm, öffentlichen Stellen, wie in Museen oder so, gibt es überall Kameras. Warum brauchen wir solche Geräte? Nun, ähm, der Grund ist, das Herz ist für uns nicht durchsichtig. Wenn wir direkt in das Herz eines Menschen lesen konnten, dann konnten wir wissen, wenn wir ihnen die Frage stellen, eine, eine Polizist oder einem Detektiv zum Beispiel, warst du an jenem Ort, an diesem Zeitpunkt? Wir, wir würden genau wissen, was in was seinem Herzen steckt. Da brauchen wir mal keine, keine, keine Detektiven. Das wurde offensichtlich, dass das der Räuber ist, dass das der Mörder ist. Und dass das der Mann ist, der die Tat begangen hat. Aber leider ist für uns Menschen das Herz nicht durchsichtig. Aber für Gott ist es durchsichtig. Und so... Gott sagt zu Samuel, äh, der Mensch sieht auf das was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Wie würdest du dich verhalten, wenn du wüsstest, du wirst 24 Stunden am Tag beobachtet? Was würde sich ändern, wenn du wüsstest, dann, dann dein Herz ist offen und jeder kann sehen, was in deinem Herzen ist? Welche Gedanken würdest du haben, wenn du wüsstest, jeder sieht, was du denkst? Glaubst du, Menschen würden anders leben? Glaubst du, wir, wir, wir würden bessere Gedanken, bessere Absichten haben? Glaubst du, es würde, würde weniger Anschläge geben, wenn jeder wüsste, weil alles, was ich plane, alles, was ich mir denke, kann jeder sehen. Es ist alles durchsichtig, man mein Herz ist durchsichtig. Ähm, wäre nicht die Welt anders? Nun, für Gott sind unsere Herzen durchsichtig. Und die Bibel sagt uns durchsichtig, es ist dem Menschen gesetzt, eines einmal zu sterben, und dann kommt das Gericht. Die Bibel berichtet von dem Buch, wo alle Werke geschrieben sind und Gott wird, äh, trägt unsere Werke in seinem Buch. Gott sieht das Herz an, er kann das sehen. Für ihn ist das Herz durchsichtig. Nun, die Bibel sagt hier nicht, dass, äh, dass Gott an das Äußerliche nicht interessiert ist. Das ist nicht, was gemeint ist, sondern dass Gott das sieht, was wir Menschen, dass Menschen nicht sehen können. Er kann das Herz sehen, für ihn ist das Herz durchsichtig. Es das heißt nicht, er ist an das Äußerliche nicht interessiert. In Matthäus Kapitel 23, Vers 25. Dann, äh, Jesus behandelt genau dieses Thema, dass das, das Äußerliche, Äußerliche wichtig ist. Man kann nicht sagen, nein, der Herr äh, in mein Herz, also kann ich leben, wie ich will. Oder, oh, der Herr sind mein Herz, äh, darum äh, darf mich keiner richten. Äh, Gott kennt mein Herz, nein. Äh, das, das, das Äußerliche ist wichtig. Und äh, Jesus lehrt davon in Matthäus 23, Vers 25. Da sagt Jesus: Jesus, wer euch, ihr Schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bäches und des Schlüssels reinigt, der Schlüssel reinigt, inwendig aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bäches und des Schlüssels, damit auch das Äußeres rein. Werde. so die lehre hier von jesus ist dass die pharisäer haben sich nur um das äußere gekümmert. sie wollten dass leute denken dass sie religiöse menschen, dass sie gottesfürchtige menschen sind. sie haben vor den leuten gebetet wo sie wo gesehen äh, beobachtet werden können beim beten. sie wollen dass die menschen denken, oh das sind wunderbare menschen. sie haben äh, opfer äh, gegeben, armen, geholfen. Sie haben das öffentlich gemacht, damit das jeder sehen kann. Sie haben die Zeiten ausgesucht, wo die meisten Leute dra draußen waren in den Straßen. Äh, sie wollten, dass man sich, äh, dass, dass jeder denkt, dass sie wunderbare Menschen sind. Und Jesus nennt sie Heuchler. Er sagt ihr Heuchler? Warum? Weil Jesus sagt, das was sie äußerlich tun, ist nicht ein Bild des Inneren. Ich meine, im Inneren sagt er, sie sind inwendig, aber voller Raub und Unmäßigkeit. Und darum, daher sagt Jesus, reinige zuerst das Inwendige. Und dann sagt er, was wird dann passieren? Was passiert, wenn das Inwendige gereinigt wird? Er sagt, damit auch ihr Äußeres rein werden Was Jesus sagt, sagt ihr versucht das Äußere zu reinigen. Ihr versucht so zu erscheinen, als seid ihr gute Menschen, äh, äh, gottesfürchtige Menschen. Ihr, ihr versucht so euer, euer Bild zu pflegen, dass Leute ein Bild von euch und euch abhabt. Und Jesus sagt, das ist nicht der Weg. Der Weg ist Reinige das Innere, Reinige das Inwendige und dann wird das Äußere rein sein. Alles was drin ist, kommt irgendwann mal draußen. Das ist die Lehre hier von Jesus Christus. Das, das was drin ist, kommt irgendwann mal draußen. Deswegen ist es wichtig, was im Herzen passiert, ist wichtig. Denn wir werden nur das werden, was wir im Herzen sind. Ich würde sagen, so wie ein Mensch denkt in seinem Herzen, so ist er. Reinige zuerst das Inwendige, das ist das Herz, damit auch ihr Äußeres, das, das heißt die Taten, rein werden. Das Innere ist wichtig, und das Innere beeinflusst das Äußere. Die sichtbaren Taten eines Menschen folgen immer dem Zustand seines unsichtbaren Herzens. Stellst du dich vor, ein Mann kommt zu seiner Frau und er sagt, er sagt Schatz, ich liebe dich so sehr, aber ich habe leider keine Zeit für dich. Ich habe zu viel Arbeit. Ich, ich, muss, ich muss sehr lange Stunden arbeiten, dann muss ich Sport treiben mit meinen Freunden. Und dann muss ich zu mir, ich muss ausruhen, ich muss... Ich muss auch mit Arbeitskollegen gehen und ein bisschen ähm, äh, essen zusammen und, und Freizeit verbringen. Äh, ich muss in den Urlaub gehen, allein, denn ich möchte auch äh, mir beim, ich möchte auch selber allein Spaß haben. Ich meine, ich liebe dich, aber ich habe keine Zeit für dich. <laughs> Würde seine Frau sowas glauben? Würde will, sie sowas glauben? Ist das Liebe? Äh, er sagt etwas: ich, sage, ich habe Liebe für dich in meinem Herz. Aber, äh, mach dir keine Sorgen, meine Taten. meine Taten haben keine Bedeutung. Das, was ich im Herzen habe, das ist, was stimmt. Die würde es nicht glauben, offensichtlich. Denn sie versteht, dass was im Herzen ist, wird irgend kommt irgendwann mal draußen. Was drinnen ist, wird irgendwann mal offenbart. Wenn wirklich Liebe da ist, dann werden die Taten auch diese Liebe reflektieren. Das wird erkennbar sein. Durch seine Taten, dass er... Seine Frau lebt. Jesus sagte, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Hast du bist du schon mal gewesen bei Leuten, die weiß jemand der, der Fußball so nach Fußball verrückt ist? Ich meine, der schaut jedes Mal, wenn er eine Minute hat oder zwei Minuten, da schaut er sich ein Spiel an. Er, er schaut die, die, die früheren Spiele an, die, die Bundesliga. Er schaut sich äh, die Champions League an. Er schaut, er schaut sich die, die Spiele seiner Lieblingsmannschaft an. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und die ganze Zeit, er, er liest die Zeitung und er geht auf Internet und liest über seine Mannschaft, über die, die wichtigen Spieler, seine, seine Lieblingsspieler. Und wenn du ihn begegnest, wovon redet er? Redet er von Einkaufsmitteln? Redet er von der Arbeit? Nein, 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 nein. Ich meine, er kann von der Arbeit reden für ein paar Minuten oder zwei, aber, aber irgendwann mal. Sehr schnell kommt das Thema Fußball an. Er redet, wovon er voll ist. Und Jesus sagt, es ist, es ist wie: wir sind, der Mensch ist wie ein Gefäß. Und, und das Herz ist wie ein Gefäß. Es wird reingefüllt mit Wasser. Wasser wird da reingetan. Und was auch reingetan wird, kommt irgendwann mal draußen. Er kommt, kommt draußen durch den Mund. Und so äh, sagt er, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Ich kann nicht über was anderes Das Kann ich nicht verstecken, wenn ich von ein, einer Dinge, von eine Sache gefressen wird. Das kommt irgendwann mal draußen. Und Jesus hat, hat viel über das Herz gesprochen und wir müssen verstehen, das ist so wichtig, dass wir als Menschen verstehen, auch als Gläubigen, dass unser Herz für Gott durchsichtig ist. Es lohnt sich nicht, Versteckspiele zu haben. Als ich Klein war, aufgewachsen bin, habe ich mit meiner Familie Versteckspiele äh, gespielt. Das heißt, äh, ich bin in einen Raum gegangen, habe ich, vielleicht bin ich vielleicht unter dem Bett gegangen, habe ich mich da versteckt oder äh, äh, in einem Schrank oder woanders, äh, irgendwo. Und dann habe ich gerufen, oh, komm, äh, Schwester. Und dann ist sie gekommen im Raum, habe ich gedacht, mich zu finden. Das war unser Versteckspiel. Und äh, ich, das hat nur einen Sinn, weil ich wusste, die weiß nicht, wo ich bin. Deswegen das ist es da spannend, dass sie versucht herauszufinden, wo ihr Bruder ist. Und viele Leute, viele, viele versuchen Versteckspielen zu spielen mit Gott. Sie denken, okay, wir können ein Leben haben zu Hause und ein anderes Leben in der Gemeinde. Oder ich kann ein Leben haben bei mir bei der Arbeit und bei einer Familie anders sein. Ich kann dies im Internet anschauen. Aber von meinen Freunden ein anderes Bild vorgeben. Gott aber sieht das. Herz. Das Herz ist für ihn durchsichtig. Es lohnt sich nicht zu verstecken. Matthäus Kapitel 5, Vers 21, Jesus redet über das Herz. Und er sagt: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist: du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zündet, wird dem Gericht verfallen sein. Und in Matthäus 5, Vers 27 sagt Jesus: Ich habe gehört, dass zu dem Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch: Wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr. Begangen. Merke, was Jesus hier sagt. Er sagt, das Gesetz Gottes, die zehn Gebote, sagt, äh, ihr sollt keinen Ehebruch begehen, ja, die Frau eines anderen respektieren. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, in seinem Herzen, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch begangen mit ihr. Und das heißt, das Herz ist für Gott durchsichtig. Wenn ein Mensch eine Frau ansieht und begeht nach der Frau, Gott sieht Hebruch, Denn er sieht das, was im Herzen sich abspielt. Er sagt, wenn ein Mensch hasst, wenn, wenn du deinen Nachbarn hast und jemanden hasst, Gott sieht den Hass im Herzen, das ist Mord. Für ihn ist es Mord. Für ihn wurde die Person. Schon umgebracht. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, du sollst nicht töten. Wer tötet, der wird dem Gericht verfallen. Ich sage euch, wer seinen Bruder ohne Ursache zündet, wird dem Gericht verfallen sein. Gott sieht das. Das Herz ist für Gott durchsichtig. In Matthäus Kapitel 15, Vers 6. Das ist eine ziemlich lange Stelle, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir uns das anschauen und verstehen, dass unsere Herzen sind durchsichtig. Unsere Gedanken sind durchsichtig. Unser Leben ist durchsichtig für Gott. Es ist alles. Es ist alles. Es lohnt, es lohnt sich nicht, ein Doppelleben zu führen. Es lohnt sich nicht zu verbergen und, und oder vorzuspielen, als wären wir gerechte Menschen, wenn wir wissen, wir sind Sünder. Gott, Gott sieht die Sünde an. Er sieht die Übertretung an. Und das ist hier eine lange Stelle, aber das möchte ich lesen. Und das kannst du auch bei dir anschauen in Matthäus 15 Vers 6. Matthäus 15 Vers 6. Wenn du deine Bibel dabei hast, Matthäus 15 Vers 6. Und so habt ihr, sagt Jesus, ihr habt das Gebot Gottes um eure Lieferung willen um eure Überlieferung willen aufgehoben. Und da Jesus sagt zu den Pharisäern, ihr Heuchler, Treffen hat Jesaja von euch, euch geweissagt. Wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, das Herz, äh, was sie lehren, vortragen, die Menschen Gebote sind. Das Herz des Menschen ist die Quelle der Verunreinigung. Jesus sagt, vergeben, vergeblich verehren sie mich weil sie lehren, vortragen, die Menschen Gebote sind. Und Jesus ruft die Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen: Hör und versteht nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Munde herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Da traten die Jünger, seine Jünger herzu und sprachen zu ihm: Weißt du, dass du die Pharisäer Anstoß, dass die Pharisäer Anstoß nahmen? Als sie das Wort hörten, sagen zu Jesus: Du hast, du hast die beleidigt. Die sind beleidigt. Was du hast gesagt, äh, Gott, Gott ehrt euch nicht, denn ihr, ihr redet nur mit den Lieben, aber ihr, euer Herz ist fern von Gott. Er, aber Jesus, Jesus antwortete und sprach: Jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Lass sie. Die sind Blinde. Die sind blinde, blinden Leute. Wenn aber ein Blinder den anderen leitet, werden beide in die Grube fallen. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, erkläre uns dieses Gleichnis. Jesus aber sprach, seid denn auch ihr noch unverständig, begreift ihr das doch nicht, dass alles, was zum Munde hineinkommt, in das Bach kommt und in den Abort geworfen wird was aber aus dem munde herauskommt das kommt aus dem herzen was aus dem munde herauskommt das kommt aus dem herzen und das verunreinigt den menschen denn aus dem menschen aus dem herzen kommen böse gedanken mord ehebruch und zur diebstahl falsche zeugnisse lästerungen das ist es was den menschen verunreinigt aber mit ungewaschenen händen zu essen das verunreinigt den Menschen nicht. Jesus lehrt, er lehrt seine Jünger, er sagt, ihr sollt das verstehen. Ihr werdet nicht unreinigt, verunreinigt durch das, was in dem Munde kommt, sondern was aus dem Mund kommt, was aus dem Herzen kommt, das verunreinigt den Menschen. Siehst du, ein Mörder, ein Mörder wird nicht gültig vor Gott, wenn er mordet. Ein Mörder wird gültig, wenn er die Gedanken des Mordes, wenn er Hass entwickelt in seinem Herz gegen eines anderen. Siehst so ein Ehebrecher wird nicht vor Gott gültig, wenn er äh, gültig gefunden, schuldig gefunden, wenn ein Ehebruch begeht. Sondern er wird vor Gott schuldig gefunden, als das Ehebruch gebildet wird in seinem Herz, als er es begeht nach der Frau seines Nachbarn, nach der Frau seines Freundes. Als er sagt, ihr begehrt, ist er schuldig vor Gott. Er hat gesündigt in seinem Herzen. Vielleicht hörst du mich heute und sagst, oh, ich habe niemanden ermordet. Hast du Menschen gehasst? Du sagst, ich habe nie gestohlen. Hast du nehmen wollen, was nicht deins ist? Du sagst, ich habe die Ehrung nicht begangen. Hast du begehrt, begehrt nach der Frau? Des, Anderes, des anderen, die Sünde geschieht im Herzen, siehst du? Die Sünde geschieht im Herzen. Gott sieht schon das Herz. Und wenn wir im Herzen schon gesündigt haben, haben wir sein Gesetz gebrochen. Die Taten sind so die Konsequenz. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Taten folgen. Wir haben heute in der Gesellschaft so viele Probleme. Wir denken an Depressionen, viele depressiven Menschen. Wir denken an Mord. Wir denken an Kriege, ich denke an, an äh, gesellschaftliche Probleme überall und Menschen sind unglücklich. Überall in der Welt gibt es Aufstellungen, die die Volke, Völker stehen auf gegen die Regierung. Korruption in der Regierung überall. Und äh, die Gesellschaft versucht diese Probleme zu lösen, indem sie das Verhalten formen. Sagen, oh wir werden einfach... Das Verhalten verändern. Wir wollen Leute beibringen, wie sie sich verhalten sollen. Aber wie hat das funktioniert über die Jahrhunderte? Ist die Gesellschaft besser heute, als sie vorher war? Hat die Technologie und die Bildung den Menschen besser gemacht? Und wir sehen schon durch die Zwei Weltkriege mit der Technologie, wie das Böse immer raffinierter. Die Technologie gibt dem Menschen seinen boshaften Hart, Uh, es gibt ihnen die Möglichkeit, den Bösen noch geschickter uh, zu, durchzuführen. Die Technologie verändert den Menschen nicht. Der Mensch ist genauso böse, wie er vorher war. Wie wir sagt, das Herz des Menschen ist böse. Wer kann ihn sehen? Wer kann ihn reinigen? Und uh, wir versuchen als Gesellschaft, Menschen, die Gesellschaft zu verbessern, indem wir das Verhalten ändern. Aber das Verhalten, ist nur ein Symptom. Das Verhalten ist nicht die Ursache. Das Problem ist mit dem Herz. Das Problem ist mit dem Herz. Man könnte genauso versuchen, die Frucht des Apfelbaumes in Orangen zu verwandeln. Zu sagen, oh, ich habe einen Apfelbaum in meinem Garten, aber ich möchte Orangen pflücken und ich werde versuchen, diese, diese Apfel in Orangen zu verwandeln. Das will keiner machen. Was du machen musst, du musst diesen Apfelbaum wegreißen und Orangenbaum einpflanzen. So ist auch mit dem Herz, liebe Zuhörer. Was du brauchst, ist ein neues Herz. Du brauchst nicht ein neues Programm. Yoga wird dir nicht helfen. Yoga wird dir keine Frieden geben, denn das Problem ist mit deinem Herz. Aber ich denke an Hitler. Als er auftauchte und an die Macht kam, er tauchte auch wieder Erlöser des deutschen Volkes. Hitler aufstieg zur Macht beruhte auf die Schwierigkeit im deutschen Volk. Es gab viel Armut nach dem Ersten Weltkrieg. Und äh, es gab eine Schwäche in das politische System und er, 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 er nutzte die Menschen, er nutzte die Menschen aus durch mit dem Glanz seiner Rede. Er war ein kunstvoller Redner, wunderschöne Wörter, wunderschöne Absichten für das deutsche Volk. Aber nach neun, zehn, elf Jahren sechs Millionen Juden, 6 Millionen Juden umgebracht, ermordet. Und du siehst du, dass sein Herz war böse. Aber seine Rede war ein Wunderschön. Sein Herz war böse, aber seine Programme sahen so herrlich aus für das Volk. Gott kann das Herz sehen. Wir können nicht. Wie ist dein Herz, liebe Zuhörer? Wie ist dein Herz? Oh, es gibt eine wunderbare Verheißung in der Bibel. Die Bibel sagt im Garten von Eden, als Adam sündigte, der erste Mensch, Sünde kam in die Welt. Etwas ging schief mit Adam, als er sündigte. Sein Herz wurde unrein. Und seit diesem Tag, alle, die von Adam geboren sind, sind werden geboren in der Sünde. Die Bibel sagt: Ich, wohne, ich bin aus dem Mutterleib in die Sünde geboren. Wir sind alle in der Sünde geboren. Und zu versuchen, das Verhalten zu ändern, das wird nicht funktionieren. Das macht den Menschen nicht besser. Oh, das kann vielleicht für einen Tag, zwei Tage, oder vielleicht ein paar Wochen kann, kann es dich, dein Verhalten, kannst du dein Verhalten verbessern, aber es kommt bald zurück auf eine andere Form oder auf die andere. Was du brauchst, ist ein neues Herz. Was ich brauche, ist ein neues Herz. Und da gibt es eine wunderbare, äh, wunderbare Verheißung in der Bibel. Gott sagt: Ich werde euch ein neues Herz geben. Ich werde mein, mein Gesetz in eure Gedanken schreiben. Ich werde mein Gesetz in eure Herzen schreiben. Ihr werdet mich vom Herzen gefallen. Jesus sagte zu Nikodemus, es sei denn, dass ein Mensch von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Das ist mit diesem ausgerotteten Herz. Aber was vom Geist geboren ist, was vom Gott geboren ist, das ist Geist. Äh, äh, verwundet euch nicht, verwundet ihr nicht, dass ich euch gesagt habe, ihr müsst, du musst vom Neuen geboren werden. Jesus hat das genau angekündigt. Er ist gekommen, um alle, die an ihn glauben, ein neues Herz zu geben. Er hat ein vollkommenes Leben geführt, damit er zu jedem Menschen ein neues Herz geben kann. Er ist zum Kreuz gegangen, ist für die Menschen gestorben, damit er alle Menschen ein neues Herz geben kann. Er ist auferstanden von den Toten, damit er allen Menschen an einem Herz kann. Bist du nicht müde von deiner Sünde? Bist du nicht müde, in der Sünde zu leben, getrennt zu sein von Gott? Gott lebt dich. Gott liebt dich. Jesus ist für dich gestorben. Jesus möchte dir dieses Herz geben. Bitte zu ihm, sag: Herr Jesus, ich bin ein Sünder. Ich glaube, dass du mich liebst. Ich möchte gerettet sein. Bitte rette mich. Herzlich willkommen zu Glaubensverbindungen, wo wir dir helfen, mit Gott in Verbindung zu kommen.